Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Open Studio. Ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. Ich begrüße meinen Gast, Hans-Peter Gass aus dem Friedensbüro. Hallo. Und bevor ich ihn vorstelle, zeige ich Ihnen einmal das Tagesthema der SN. Ich habe mir heute eine SN mitgenommen. Man könnte vielleicht meinen, falls man die Ideen ausgehen, dass ich nachschlagen kann, was durchaus zum Thema passen würde, denn da steht drauf, vielleicht haben Sie es ja sogar heute gelesen, Fakten und Fiktion, Gerüchte zu Flüchtlingen auf dem Prüfstand. Und diese Geschichte, die dankenswerterweise die SN heute auf den Tisch gebracht hat, deckt sich mit dem, was wir heute vorhaben. 2+. Wir haben nur ein bisschen einen anderen Einstieg, ein anderes Thema, nämlich Stammtisch. Wie haben wir da gesagt? Parolen. Stammtischparolen. Braucht man nicht unbedingt einen Stammtisch dazu? Das kann in jedem Bus passieren, in der Bahn passieren, das kann am Markt passieren, das kann jederzeit passieren und verletzt in den meisten Fällen die Würde des Menschen und ist untergriffig und glitschig wie ein Fisch, weil man es kaum konfrontieren kann. Aber ein Meister dieses Faches ist Hans-Peter Gass. Und ich bitte dich, dass du jetzt einfach mal erzählst, was dich ausmacht und was machst du eigentlich im Friedensbüro? Stiftest du Frieden? Ja, würde ich schon sagen. Ich mag jetzt gleich auf das Meister dieses Fachs eingehen. Bin ich gerade deshalb nicht, weil ich das mache. Das hat mich interessiert, das deshalb, weil das ein ganz großes Defizit da von mir ist. So dieses Stammtischhafte ist ja nicht unbedingt was, was mich ausmacht, wo ich ja gut bin, wo ich ja viele Erfahrungen habe. Und das ist eigentlich, gerade weil ich da dann keine Meisterschaft oder erlebe für mich selbst, ist das ein Thema, das mich unheimlich interessiert. Und habe ja das Gefühl, dass ich deshalb auch Leute triff, weil ich sozusagen eigentlich jetzt nicht der Experte bin, sondern eher der Fragende. Ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass du das aufgreifst. Deswegen habe ich dir das zugespielt, weil man dachte, es geht ja nicht um eine Meisterschaft. Genau, überhaupt nicht. Weil bevor ich Meister bin, muss ich überhaupt einmal zuerst mich trauen. Es ist, glaube ich, eine Mutfrage. Und ich denke, vielleicht ein paar Beispiele. Also ich habe vor 2 Tagen im Fitnesscenter bei uns einen erlebt, der gleich angefangen hat und gesagt hat, boah, jetzt habe ich also gerade gehört mit den Wohnungen, was da passiert, man soll Flüchtlinge aufnehmen, und da wurde auch der Bürgermeister Schaden interviewt und gefragt, ob er bereit wäre, einen Flüchtling aufzunehmen, und der hat gesagt, na, kann er nicht, weil er zu kleine Wohnung hat. Aha. Ha, 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 der verdient ja eh bis zum geht nicht mehr. Und ich stand in dieser Situation. Und was hast du gemacht? Ja, ich hab mir den Burschen vorgeknöpft. Da habe ich gesagt, also da, ja. Aber nachdem ich deinen Vortrag gehört habe, war das nämlich so. Und dann habe ich gesagt, ja, pass auf, also erstens einmal, ich kenne den Bürgermeister Schaden und weiß aber im Nachhinein, dass ich nicht einmal gefragt habe, wer hat das gemacht, von wem hat er die Information. Ja. Aber es war total spannend, weil sofort ein anderer Mann gesagt hat, wieso weißt denn du das? Ja, dann habe ich gesagt, na gut, Flüchtlinge sind etwas, was mein Leben durchdringt und was mich sehr beschäftigt. Mhm. Da ist eigentlich anders gegangen wie den meisten. Wir machen ja, deshalb hast du mir ja du eingeladen, sogenannte Trainings gegen Stammtischparolen. Und da ist eigentlich eher diese Grundsituation von Leuten, die in so eine Situation kommen, wie du jetzt sagst, es muss ein Stammtisch sein, das sind im Endeffekt hauptsächlich so
Situationen im öffentlichen Raum eigentlich eher, Bus, Bahn, öffentlicher Raum, die in die Situation kommen, dass du eine entweder verletzende oder einfach grundprimitive oder vereinfachende Parole daherkommt, wo man das Gefühl hat, dass, da muss man jetzt was sagen. Und die erste Reaktion bei fast allen Leuten ist, mir fällt nichts ein, wenn ich dann daheim bin, da merke ich dann, da weiß ich dann, was ich sagen hätte können. Ja, verstehe. Das tue ich dann die ganze Zeit sozusagen mitdenken. Und witzigerweise, wenn das nächste Mal wieder die Situation ist, habe ich es wieder nicht. Das heißt, es gibt da ganz offensichtlich einen Widerspruch zwischen dem, was ich mir da denke, was ich da sagen könnte, und dem, was ich in der Situation eigentlich fühle.